Hallo und willkommen zu einem neuen Dieser Dad Video auf Instagram TV. Ich bin Dieser Dad, der Vater von Dieser Oscar. Und heute geht es um Oscars neuestes Video, das gerade rausgekommen ist, nämlich die 12 Stunden Song Challenge und das damit verbundene Musikvideo von Peter Poe, nur ein YouTuber. Und ich hatte euch gefragt, was wollt ihr zu diesem Video, zum Making-of von diesem Video, an Hintergrundinformationen. Erstmal ganz herzlichen Dank für die vielen, vielen, vielen Zuschriften und die vielen Fragen, die ihr hattet. Ich will versuchen, in ganz kurzen Antworten möglichst viele von euren Fragen ranzubringen. Eine der Hauptfragen war natürlich, wieso Peter Poe? Ja? Wer ist eigentlich Peter Poe? Peter Poe ist praktisch ein Künstlername von Oscar, ein Pseudonym, das er sich mal ausgedacht hat, als er noch ziemlich klein war, um eine Rap-Figur zu haben, die ganz klar erkennbar die ganze Rap-Szene auf die Schippe nimmt. Deswegen auch Poe. Ist vielleicht der Name, wo man drauf kommen könnte, dass es sich um ein bisschen Ironie handelt, sogar Selbstironie. Aber wie gesagt, nicht jeder versteht das. Aber daher kommt letztendlich der Name. Dann eine Frage, die immer wieder gestellt wurde, war, wie findest du den Song? Hörst du auch privat mal Deutschrap? Das hat zum Beispiel Saribu31 gefragt oder auch Fabian.pau1. Manche fragen auch zum Beispiel, Adrian023 fragt, wie findest du den Text? Der ist ja nicht so freundlich. Also, ich persönlich höre eigentlich kaum Rap, wenn, dann mal ein bisschen beim Oscar mit. Die originalen Rapper, schon gar die Gangster-Rapper, finde ich ganz schrecklich. Die meisten davon sind sexistisch, rassistisch, homophob, vor allem auch gewalttätig. All das liegt mir sehr, 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 sehr fern. Nur ein YouTuber bezieht sich direkt auf diesen Stil, auf diesen Gangster-Rap-Stil und haut das ein bisschen in die Pfanne, indem so diese ganze martialische, gewalttätige Sprache eigentlich ein bisschen auf die Schippe genommen wird. Also, wie gesagt, im Original kann ich dem überhaupt nichts abgewinnen. In der Überspitzung durch die Ironie, vor allem auch durch so jemanden wie den Oscar, der ja nun überhaupt nicht, wie ihr auch geschrieben habt, in dieses Bild wirklich reinpasst. Ja, wenn man, wie gesagt, die Ironie versteht, finde ich das eigentlich okay. Und dann ist der Text auch nicht unfreundlich, sondern, wie gesagt, eine künstlerische Ironisierung der von mir abgelehnten Rap-Kultur, vor allem Gangster-Rap. Nebenbei an der Stelle, es fragen auch viele in den Kommentaren immer wieder, auf welches Lied das eine Parodie ist. Also es ist so, eine Parodie muss nicht notgedrungen auf ein Lied bezogen sein, auch wenn das auf YouTube oft so ist. Eine Parodie kann aber auch nur einen Stil parodieren, zum Beispiel hier den Gangster-Rap. Und das ist das, was entstanden ist bei der 12-Stunden-Challenge vom Oscar. Eine Parodie auf die Gangster-Rap-Szene. Das heißt, dieses Lied ist komplett original von dem Oscar und dem Arman in erster Linie, die das gebastelt haben. In diesen 12 Stunden getextet worden, aufgenommen worden, gefilmt worden, was wirklich eine hohe Herausforderung war. Es gibt auch immer wieder Fragen zur Machart des Ganzen, zum Beispiel von JXTXN. Hat Oscar diese etwas dunklere Stimme auch gesungen und bearbeitet oder hat es wer anders gesungen? Also es kommt auch immer wieder auch an anderen Fragen, ob der Oscar alles gesungen hat. Ja, der hat alles gesungen, es ist seine Stimme. Und natürlich sind Effekte ohne Ende drauf. Natürlich nimmt man einzelne Zeilen auf, natürlich doppelt man einzelne Wörter. Aber soweit ich das mitbekommen habe und ich war die ganzen 12 Stunden dabei, ist alles der Oscar gewesen. X, Lena X fragt, was war von allen Sachen am anspruchsvollsten? Ich habe es beobachtet, insofern kann ich nicht sagen, was für den Oscar am anspruchsvollsten war, aber es gibt eine Sache, die viele, glaube ich, überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Wenn du praktisch ein Lied schreibst und praktisch direkt danach hingehst und das Video drehst, dann musst du den Text können. Und das geht nicht. Dass du ein Lied schreibst und es praktisch unmittelbar danach auswendig kannst und das bei so Zeilen wie ich werde den Jogginganzugträgern neuen Style zeigen, zwischen die drei Streifen werde ich einen Keil treiben oder sowas und das dann aber auch in der entsprechenden Geschwindigkeit. Das war aus meiner Sicht das Anspruchsvollste, direkt nach dem Text schreiben und aufnehmen, dann vor die Kamera zu gehen und dazu die Lip-Syncen-Aufnahmen zu machen. Das ist nicht so einfach. Das ist schön. A.A. Philipp fragt, der Song ist so geil, könnt ihr den auf Spotify bringen? Der Oscar dachte erst, nein, natürlich nicht, so steht es ja auch im Video, aber kleiner Geheimtipp, es ist tatsächlich so, dass dieser Song auf Spotify und iTunes und YouTube Music und allen anderen Plattformen erhältlich sein wird und auch angehört werden kann. Ich weiß noch nicht ganz, wann das klappt, im Verlaufe der kommenden Woche auf jeden Fall, schaut einfach immer wieder rein. Es kann sein, dass er schon ab Montag ausgespielt wird und dann könnt ihr euch den Song rauf und runter auf Spotify anhören. Julianh.at fragt, wie habt ihr die ganzen schönen Orte gefunden zum Drehen vom Musikvideo? Tja, den Song überlegen, um was geht's, hat eine Stunde gedauert. Den Beat basteln hat 2-3 Stunden gedauert. Den Text schreiben hat 2 Stunden gedauert oder alles zusammen ja irgendwie so 6-7 Stunden. Und dann war es im Grunde schon 19 Uhr, 19.30 Uhr. Da war jetzt nicht mehr so viel Zeit zu überlegen, wo.
Und wir haben ein paar Orte gekannt, sind wir beim Vorbeifahren, ah, das wäre doch geil hier, da kommen wir nachher nochmal zurück. Dann waren wir mal in einem Hotel, da wussten wir, da ist eine Straße, da ist überhaupt kein Verkehr, da kann man vielleicht mal langsam mit dem Auto entlangfahren. Dann, klar, den Potsdamer Platz kennt jeder. Dann hat uns der ein oder andere einen Tipp gegeben. Wir sind auf die Terrasse gegangen und haben gesagt, hey, das ist ja ein geiler Platz, da könnten wir auch drehen. Also das hat sich alles wirklich in kürzester Zeit ergeben. Manchmal ist es ja auch cool, ne? Ja, Luca GbR, gab es auch mal komische Blicke von den Mitmenschen? Oder auch Sandro H&M, war das peinlich auf der Straße zum Beispiel? Ja, und das war auch für den Oscar absolut eine Herausforderung aus der Komfortzone. Er ist ja nun eigentlich eher ein zurückhaltender Vlogger, das heißt, er stellt sich auch nicht einfach mal so in die Öffentlichkeit und filmt, wie das Vlogger normalerweise machen, und sich auf den Potsdamer Platz zu stellen und so tun, als wäre er ein Gangster-Rapper. Das war für ihn sicherlich außerhalb seiner Komfortzone, das muss man ganz deutlich sagen. Ja, hier nochmal eine Spezialfrage. Josh-LE fragt, welche Kamera und welches Objektiv wurden zum Musikvideodreh benutzt? Das ist eine Panasonic GH5S gewesen und ein 8 bis 18 mm Objektiv. Dome-F hat gefragt, warum ist es so gut? Und das ist eigentlich eine ganz kluge Frage, denn viele haben eigentlich gar nicht so auf dem Schirm, was es für Unterschiede gibt. Es ist einfach deswegen auch so gut, weil wir natürlich auch gute Leute beteiligt hatten, das Glück hatten, dass zum Beispiel der Keanu spontan, das wussten wir vorher nicht, die Kamera übernommen hat, dass wir von Marian einen Gimbal mit einer super Kamera bekommen haben. Das Video wäre bei weitem nicht so qualitativ gut von der Videoqualität gewesen, wenn wir nicht dieses Glück gehabt hätten. Dann hatten wir Glück, dass es nicht geregnet hat. Hätte es geregnet, hätten wir ganz viele Sachen draußen nicht machen können. Dann hatten wir mit einem Arman natürlich einen super kreativen Kopf. Der hat super Ideen mit reingebracht und wir waren einfach ein gutes Team. Wir sind eigentlich alles drei Perfektionisten unterschiedlicher Art und es wäre sehr gut, dass wir wenig Zeit hatten. Auch deswegen ist es so gut geworden. Wäre mehr Zeit da gewesen, wäre das Ganze vielleicht nie fertig geworden. Also insofern freut es mich auch, dass jemand sieht, dass es so gut ist. Da ist schon relativ viel Erfahrung und Wissen und Kompetenz von allen möglichen Seiten zusammengekommen, sodass es möglich war, in so kurzer Zeit sowas zu machen. Und das hat natürlich riesig Spaß gemacht. Und mich freut es immer, wenn jemand das auch merkt, weil viele merken das gar nicht. Die schreiben dann, warum hat Oskar so einen langen Hals? Ich hoffe, ich konnte ein paar Fragen von euch beantworten. Ich hatte mal in einem Video was gesungen, als ich gesagt habe, was ich so vom Beruf mache, und hatte euch gefragt, was soll ich sonst für Lieder singen. Da sind ein paar lustige Sachen bei rausgekommen und ich dachte, ich fange heute mit etwas an, was vielleicht eher so aus meiner Generation kommt. Doktor.B hat es zum Beispiel gewünscht und es ist Über den Wolken von Reinhard May. Abonniert auf jeden Fall meinen Kanal und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem kleinen Ausschnitt aus Über den Wolken. Wind Nordost, Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren. Wie ein Pfeil zieht sie vorbei. Und es dröhnt in meinen Ohren. Und der nasse Asphalt bebt. Wie ein Schleier staubt der Regen. Bis sie abhebt und sie schwebt. Der Sonne entgegen. Über den Wolken. Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein? Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Ich sehe noch lange nach, sehe sie die Wolken erklimmen, bis die Lichter nach und nach ganz im Regengrau verschwimmen. In den Pfützen schwimmt Benzin, schillernd wie ein Regenbogen. Wolken spiegeln sich darin. Ich wäre gerne mitgeflogen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.